An diesem Freitag feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum. Vor genau 70 Jahren, am 8. Mai 1945, hat Nazi-Deutschland kapituliert. Damit ist der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende gegangen. Kein Datum hat das 20. Jahrhundert so geprägt wie dieser 8. Mai 1945. Und jetzt, 70 Jahre später, sagt der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, der 8. Mai tauge nicht als Feiertag. Und zwar, weil er ein Tag der absoluten Niederlage gewesen sei und ein Tag des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, welche Gestaltungsmöglichkeiten Alexander Gauland dem Naziregime noch gewünscht hätte. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie die Verbrecher von damals Europa nach einem deutschen Sieg gestaltet hätten. Aber eines ist klar, geschichtsvergessener und abscheulicher geht es kaum mehr. In Wirklichkeit war der 8. Mai ein Tag der Befreiung von Diktatur, Totalitarismus, Unterdrückung und Krieg. Befreit haben sich die Deutschen im Jahr 1945 nicht selber, sie wurden befreit. Dafür sollten wir den Siegermächten dankbar sein. Und auch dafür, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht dieselben Fehler gemacht haben wie nach dem Ersten, sondern mitgeholfen haben, Deutschland wieder aufzubauen. Der Tag der Befreiung als dauerhafter Feiertag. Das wäre die richtige Antwort auf Gauland und Co.